Du möchtest zu Hause selber Zahnstein entfernen und hast dir im Internet eine Kürette oder einen Scaler gekauft? Hi, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und ich kann dir nur dringend davon abraten, als Laie selber einen Scaler oder eine Kürette zu verwenden und selber seinen Zahnstein zu entfernen. Nicht nur, dass du dir dein Zahnfleisch damit verletzen kannst, was noch schlimmer ist, weil du es wahrscheinlich gar nicht selber bemerkst, ist, dass du deine Wurzeloberfläche zerkratzt. Auf der Wurzeloberfläche ist das sogenannte Wurzelzement. Das ist viel weicher als der Zahnschmelz und mit einem Scaler oder einer Kürette kann man sich dieses Wurzelzement einfach mit abschaben und du denkst, du machst den Zahnstein weg, aber in Wirklichkeit kratzt du dir das Wurzelzement herunter und schädigst deinen Zahn. Darum, lass die Finger davon, geh zum Zahnarzt und lass es ihn entfernen. Du möchtest schöne und gesunde Zähne haben? Für mehr Zahnpflegetipps, mach das Plus weg!